Franz Lipka? Nein, aber Herr Frank hat schon 5-mal angerufen. Da muss Herrn Schumann dringend sprechen. Na, hast du gehört, dass du den Waffen von uns wollen? Keine Ahnung, ich werde einen Anruf. Ist Nina schon draußen? Ihr geht jetzt gleich ins Bett, ja? Wir rechnen das mal. Okay. Herr Frankfurt eventuell noch kommen. Ach so. Ja, schlaft schön. Guten Abend, Dana. Guten Abend. Herr Wolfgang meldet sich niemand. Ich fürchte, der ist schon unterwegs. Also, Marion, danke und komm gut nach Hause, ne? So. Tschüss. Danke, Frau Schumann. Dann bis zum nächsten Mal. Ja. Ja, es tut mir leid. Du sag mal, wo wart ihr denn so lange? Im Rockkonzert. Ausgerechnet heute. Ich versuche die ganze Zeit euch zu erreichen. Wir müssen morgen nach München. Ich hab schon für dich gebucht. Nach München? Ja. Willst du was trinken? Was für eine Frage? Du kennst den doch. Einen Roten, ja? Ah, gut. Gut, dann komm herein und erzähl, was los ist. Also, ich habe dir doch erzählt, dass ich auf dem Rückflug von New York neben Lucky Felden gesessen habe. Nein. Aber jetzt weißt es. Da bist du diesmal nicht Touristenklasse geflogen? Doch. Wieso, wie kommst du denn darauf? Du wirst mir doch nicht einreden wollen, dass Lucky Felden Touristenklasse fliegt. Und der sagt, er macht das immer. Er muss sein Geld zusammen haben. Ach, der Arme. Er hat ja nur 120 Millionen geerbt. 130. Sei nicht zu kleinlich. Ja, also du, wir kamen ins Gespräch, wir haben uns eigentlich sehr gut unterhalten. Er erkundigte sich, was ich so mache, und dann erzählt er mir, dass er große Sorgen hat. Sorgen? Na ja, wie er sein Geld anlegen soll. Und heute Abend klingelt bei mir plötzlich das Telefon. Hier ist Lucky Felden, sagte er. Na, was soll er denn sonst sagen? Komm, komm, mach jetzt keine Witze, du, die Sache ist ernst. Es geht um sehr viel Geld. Ja? Lucky Felden hat vorgestern eine Firma gekauft. Die Leute waren mal die größten Hersteller für Kinderbekleidung in Deutschland. Ach, das ist interessant. Du müsstest die doch kennen. Stecken die da irgendwo im Schwarzwald? Ja, im Augenblick stecken sie vor allen Dingen tief in den roten Zahlen. Ist völlig runtergewirtschaftet. Lucky Felden hat die Firma ganz billig geschossen. Und nur will er natürlich was draus machen. Neues Design, neues Markenzeichen, neues Image. Eigene Filialen in allen Großstädten. Und wir sollen die Werbung machen. Weißt du, was das bedeutet? Ja, ganzseitige Anzeigen in allen Zeitungen. Du, das wird ein Schluck aus der Pulle. Na, lasst euch mal was einfallen. Ist nämlich gar nicht so einfach, diesen Markt zu erobern. Es war ja schließlich jahrelang mein Job. Soll ich euch ein paar Tipps geben? Mhm, daran habe ich auch schon gedacht. Woran? Willst du nicht mit runterkommen, uns beraten? Klar, gern. Was sagst du dazu, Werner? Und wer passt da Franziska auf? Jetzt warte doch mal, wann geht das Flugzeug? 10. Prima, völlig problemlos. Um 8:30 kommt Frau Hoffmann. Tom schläft nachts sowieso bei der Kleinen. Und übermorgen nehmen wir die erste Maschine wieder zurück. Also ich freue mich, finde ich toll. Komme ich endlich mal wieder raus. Prost. Was macht denn der mit den vielen Firmen? Spesen. Dann kann das Haus auch von der Steuer absetzen. Hübsches kleines Häuschen. So, es wäre auch was für uns. Ja, wenn man keine großen Ansprüche stellt. Herzlich willkommen. Gnädige Frau. Guten Tag, Herr Felder. Grüß Gott. Ich freue mich ganz besonders, dass Sie mitgekommen sind. Haben wir doch wenigstens eine Expertin unter uns. Guten Tag. Herr Frank. Hallo. Ja, ich dachte, dass wir uns vielleicht auf der Terrasse unterhalten mit dem Wetter. Was meinen Sie? Ja. Normalerweise haben wir da hinten die Alpen, aber heute sieht man sie nicht. Ist ein bisschen diesig, aber sowas ändert sich bei uns Tag für Tag. Oder stört Sie die Sonne genug? Nein, überhaupt nicht. Im Gegenteil. Was darf ich Ihnen anbieten? Tee? Kaffee? Also mir gern Kaffee. Ja, für uns auch. Ja. Ja. Und vielleicht ein Glas Champagner zu begrüßen? Oh ja, gern. Gerne. Sie haben es ja gehört, aber möglichst schnell bitte. Bitte schön. Danke. Ich dachte, meine Herren, von Werbung verstehen Sie viel mehr als ich. Aber wir müssen ja zunächst erstmal was haben, womit wir werben. Ich habe die Produktion gestoppt und das ganze Team ausgewechselt. Wir brauchen Leute mit guten Ideen. Ich habe hier die ersten Entwürfe unserer neuen Kollektion und würde ganz gerne Ihre Meinung dazu hören. Bitte schön. Ich? Ja, natürlich. Schauen Sie. Ja, das gefällt mir. Sehr hübsch, der Anzug. Ja, der Mantel. Ja, legen Sie es beiseite oder geben Sie es mir. Ja, komm, ja, der ist auch ein bisschen altmodisch. Mhm. Ja, das ist hübsch, aber unpraktisch. Kinderbekleidung muss auch praktisch sein. Ja, das ist hübsch. Das lässt sich verkaufen. Mhm. Vielen Dank, gnädige Frau. Ihr Urteil war mir sehr wichtig. Ja, und zu Ihnen, meine Herren.
Also, wie gesagt, ich bin ganz neu in der Branche und jetzt müssen Sie mir helfen. Woraufhin kaufen Eltern Kinderbekleidung? Ist es die Form oder die Stoffqualität oder der gute Name des Herstellers? Ich meine, den haben wir natürlich noch nicht. Ja, ich würde da sagen... Entschuldige, Wolfgang, wenn ich dich unterbreche. Aber darf ich mal aus eigener Erfahrung? Wenn eine Kundin zu mir in die Boutique gekommen ist, dann hat sie meistens das genommen, was ich ihr empfohlen habe. Sie wusste ja, dass ich selbst Kinder habe. Beziehungsweise hat sich das im Gespräch schnell ergeben. Eines ist besonders wichtig. Man darf nie versuchen, die Kundin zu überreden. Man muss sie überzeugen. Soll ja wiederkommen. Und vor allem kaufen. Das heißt, man muss das Vertrauen der Kunden gewinnen. Das ist mir eigentlich immer gelungen. Das kann ich mir gut vorstellen. Sehr sogar. Ja, und sowas brauchen wir natürlich auch. Was? Ja, eine Vertrauensperson, mit der wir werben. Ja, aber wer soll das sein? Die sitzt doch schon bei uns am Tisch, Frau Schumann. Ich? Ja, Sie sind doch die ideale Repräsentantin für unsere Firma. Meine Frau? Ja, wie stellen Sie sich das vor? Vielleicht so, Angie, eine Mutter, die auch ihre Kinder anzieht? Das ist ja... Was kostet dieser Slogan, Herr Schumann? Du machst ein Gesicht. Ich hab noch nie gehört, dass jemand so viel Geld für einen Werbeslogan bekommt wie du. Ja, bitte dich, seit wir hier sind, tanzt da mit dir. Da unten hat dich gefragt, dass sie ihn gestattet. Ne? Hätte ich Nein sagen sollen? Hm? Unser Lied. Tanzt da auch mit dir. Du bist doch nicht etwa eifersüchtig. Ich hab keine. Und diese Grinse, dauernd grinst du sie an. Angie, gefällt die eben. Eben. Das tut man nicht. Das ist keine Erziehung. Wahrscheinlich ist er mit dem Rolls-Royce durch die Kinderstube gefahren. Aber was hast du eigentlich gegen Lucky Fell? Der hat uns doch so nett aufgenommen. Das Abendessen war ausgezeichnet. Na und? Hat er selbst gekocht? Aber bezahlt. Kann er abschreiben. Möchten Sie noch etwas? Schön. Nein, danke. Danke. Kann ich nicht schlafen. Aber das Tablett gibt es mit mir. Ja? Danke schön. Und so. Danke. Ein Glück, du kannst ja wieder lächeln. Bist du jetzt endlich bessere Laune? Du, ich war die ganze Zeit glänzend gelaunt. Ich sitze ja neben Angie, einer Mutter, die auch ihre Kinder anzieht. Der Satz stammt nicht von mir. Ich weiß. Aber es ist nett, dass du mich daran erinnerst. Werner, das kannst du bitte. Danke. Liebling, so ein Angebot konnte ich doch einfach nicht ablehnen. Was ich monatlich allein verdiene. Und dann bin ich noch am Umsatz beteiligt. Immerhin mit einem 0,25%. Ja, und mit wie viel Prozent sind wir an dir beteiligt? Bedenkt, dass dein Haushalt, 4 Kinder, ein Hund, also von mir will ich gar nicht reden. Liebling, das ist doch nur ein Teilzeitjob. Ich werde ja so ein bisschen fotografiert und ab und zu muss ich mich auf Modemessen sehen lassen. Und wie oft wirst du dich bei uns sehen lassen? Das ist doch klar, dass ich jeweils so schnell wie möglich zurückkomme. Und ich rennt, wie gesagt, diese schöne Stellung in Paris bei Fleury Fréard. Wäre auch nur ein Teilzeitjob gewesen. Wieso? Das war damals sehr vernünftig von dir. Immer diese ständige Hin- und Herfliegen, das hättest du doch gar nicht durchgestanden. Ich bin schließlich ein paar Jährchen jünger als du. Ach, jetzt wirfst du mir mein Alter vor. Du weißt doch, wie ich das meine. Ja, eben. Ich sag jetzt gar nichts mehr und drehst mir jedes Wort im Mund rum. Meine Damen und Herren, der Kapitän unterrichtete uns darüber, dass wir unruhiges Flugwetter erwarten. Bitte kehren Sie zu Ihrem Sitzplatz zurück und schnallen Sie sich klar an. Ladies and gentlemen, the captain adjusted voices und some turbulence. Ob es sehr wackeln wird? Ja, es sieht so aus, als ob es einige Turbulenzen geben wird, aber wir landen ja in 20 Minuten in Berlin. Was? Erst in 20 Minuten? Na nun? Du musst ja gar nichts drauf einzubilden. Es ist nur, weil ich Angst habe und ein bisschen übel ist. Wo finden denn eigentlich diese Modemessen statt? Mailand, Florenz, Paris und dann hier ganz nah, Köln, Düsseldorf. Ach. Musst ja dann immer ganz allein fliegen. Wer wird er denn da die Hand halten? Naja, der Lucky Fell wird sich schon opfern. Bestimmt sehr gern. Wie der mit dir getanzt hat. Wie denn? So interessiert, also wenn das Flugzeug nicht Verspätung gehabt hätte, hätten wir es sicher versäumt. Ach, bist du eifersüchtig? Ich? Also komm, so ein Mann wie der mit dem Aussehen, dem Geld, der hat doch an jedem Finger 10. Kennt diese Typen. Kriegen nie genug. Zuerst wird er dich mit seinem Charme einwickeln. Mich wickelt keiner ein. Und dann spielt es mit Champagner hinunter. Vertrauen ist wirklich grenzenlos. Vielen Dank. Das war sehr lieb. Es wird ja jetzt wieder ruhiger. Ja, hier. Aber ich glaube, in unserer Ehe
fahr die Turbulenzen erst an. So geht das nicht. Tupf doch mal die Kinder ab. Geh doch mal ein bisschen näher an deinen Bruder ran. Dauert's noch lange. Höchstens 5 Minuten. Das haben Sie vor einer Stunde auch schon gesagt. Ja, ihr schützt aber ganz schön. Den Sie mal im Sommer mit Wintersachen da. Und dazu noch die Scheinwerfer. Mutti, ja, sehe ich noch gut aus? Natürlich sehr gut sogar. Ja, du bist ganz süß. Ja. Ja, komm her jetzt. Also jetzt wird's wirklich langsam unruhig. So, und jetzt schön lächeln. Was kriegen wir eigentlich dafür, dass wir stundenlang grinsen? Ja, Mutti, das wollte ich dich auch schon fragen. Fotomodelle verdienen doch viel Geld. Ja, nachher. Also, jetzt müsste schnell gehen, wirklich. Ich glaube, sie muss mal raus. So, und jetzt das Ganze mit Stimmung. Achtung! Ja, danke. Muss das noch vor dem Urlaub fertig werden? Das erscheint ja schon im August. Ganzseitige Anzeigen in allen Zeitschriften und Illustrierten. Ja, an die Liedversagen kommt es natürlich auch. Ja, dann wird Ihre Familie ja bekannt. Ja, die armen Kinder. Bin gespannt, was die Klassenkameraden dazu sagen. Na, dann kommst du mal. Ich muss jetzt leider weg. Was, jetzt schon? Liebling, das weißt du doch. Morgen ist erster Messetag in München. Und heute Abend müssen wir alles aufbauen. So? Wiedersehen, Frau Wagner. Wiedersehen, Frau Schumann. Natürlich würde ich das alles viel lieber in Ruhe mit dir besprechen. Aber das geht ja jetzt wohl nicht. Weiß doch, Tanja löchert mich schon die ganze Zeit. Sie möchte doch so gern mit Katrin und ihrer Freundin rüberfliegen. Wer weiß, wann ich ihr so ein Geschenk jemals wieder machen kann. Also, ich schick sie nach Amerika. Und was ist mit Markus? Ja, der möchte jetzt natürlich nicht zurückstehen. Sein Freund Philipp fährt doch in dieses Feriencamp. Ich habe ihm versprochen, ich schicke ihn mit nach England. Und wo schickst du mich hin und den Rest der Familie? Was soll denn das, Werner? Wir fahren doch an die Ostsee, das steht doch wohl fest. Hast du dafür überhaupt noch Zeit? Sehr witzig. Frau Hoffmann wohnt dann hier und passt auf Lulu auf. Das ist alles längst abgesprochen. Ja, du bist in letzter Zeit immer so gereizt, statt dass du dich freust, dass ja, endlich dass mal wieder Geld im Haus ist. Ja, das ist da, aber du nicht. Jedenfalls sehr selten. Die paar Tage, das ist doch alles nur am Anfang so. Ich weiß, dass es im Moment alles ein bisschen hektisch ist. Ja, ein bisschen ist gut. Wenn sich das erstmal eingespielt hat, ist das überhaupt. Unser Schlafzimmer ist sehr leer. Ach, Liebling. Übermorgen bin ich ja wieder da. Also, tschüss. Hast du ein neues Parfum? Gut, nicht? Weißt du? Habe ich mir in Zürich gekauft, am Flughafen, im Duty-Free-Shop. Der Duft der großen, weiten Welt. Stört dich sehr? Du entfernst dich immer mehr von uns. Also, ich muss jetzt mein Vergiss wenigstens nicht, übermorgen pünktlich zu sein. Wir sind Trauzeugen. Das werde ich gerade vergessen. Ja, also nochmal herzlichen Dank fürs Kommen und in der Hoffnung, dass Sie Erfolg haben werden, vielleicht bis zum nächsten Jahr. Ja, das hoffen wir auch. Die erste Reise. Alles Gute, für einen guten Tag. Wiedersehen. Geordnet habe, das hätte ich nie erwartet. Das ist ganz schwindlig geworden. Ja, 5 Kaufhäuser. Trotzdem, wenn das so weitergeht. Ganz sicher, das geht so weit. Sie kommen an. Die Kollektion kommt an. Nun seien Sie nicht so bescheiden. Sie verkaufen nicht nur gut, sondern Sie verkaufen sich. So, jetzt stoßen wir erstmal an auf unseren großen Auftrag. So. Auf Angie, eine Frau, die auf unsere Kunden anzieht. Wenn Sie so weitermachen, verlange ich Zulage. Darüber müssen wir sowieso noch reden. Aber ich hab's ja gleich gewusst. Was? Dass Sie mir Glück bringen. Erstmal abwarten. Wie spät ist es denn? Oh Gott, in 35 Minuten geht meine Maschine. Keine Sorge, das schaffen wir. Ich bring Sie zum Flughafen. Ja, das ist ja, kann ja auch ganz. Gott sei Dank, ich dachte schon, es ist kaputt. Danke. Nein. Hallo Doris, sind Sie schon im Trauzimmer? Das nehme ich doch an. Sie müssten ja längst schon wieder unten sein. Ich glaube, ja. Katharina, ich gratuliere dir. Danke Doris, danke. Bitte. Ihnen auch. Guck mal, wer da kommt, unser spätes Mädchen. Schon gesehen. Entschuldigt bitte, aber ich kann wirklich nichts dafür. Meine Maschine. Warte, verspätet, wir wissen ja alles. Ach. Wir haben beim Flugplatz angerufen, den Segel. Ich hab gleich gesagt, du sollst deine Maschine früher nehmen. Nun ist Frau Schumann ja da. Ja. Den Weg kennt sie. Ihr habt ja hier auch geheiratet. Alfons und ich übrigens auch. Ja. Das ist schon ein paar Jahre her. Naja, hier hat schon manches Unglück angefangen. Kleiner Scherz. Ja, und wieder so passend. Willst du dich gratulieren? Ach ja, natürlich. Also, ich wünsche euch alles Gute. Wolfgang, Martina, ihr sollt so glücklich werden wie sag ruhig wie wir.
So, ja, müssen wir uns aber beeilen. Das Essen ist für 1 Uhr bestellt. Ja, ja, los, also, der Kaviar wird kalt. Ich sag's euch lieber gleich, bis zum Nachtisch werde ich nicht bleiben können. Ich muss mit der Nachmittagsmaschine wieder zurück. Ach. Nein, ja. Das ist aber schade. Das ist sehr schade. Es geht leider nicht anders. Um 18 Uhr kommen Leute von einem großen Konzern. Das ist sehr wichtig für uns. Ja, wenn es nur für euch wichtig ist. Also den Kindern geht's übrigens gut. Sie sind sehr vergnügt. Ob sie es allerdings noch sein werden, wenn sie hören, dass du nicht nach Hause kommst. Franziska? Was ist denn? Was hast du denn? Warum bist du denn schon wieder wach? Da, schau, der Papa ist ja bei dir. Ich, ja, hier, mein Herz. Ja, siehst du, so schön ist das da. Ja, freilich, mein Schatzchen. Jetzt gehen wir da wieder ins Bettchen hinein, legen wir uns wieder hin und alles ist schön, ja? Gut, gute Nacht, mein Herzchen. Ach, gut, was mache ich denn mit dir? Oh, jetzt, da habe ich einen guten Einfall. Ja, mein Herzchen. Was hältst du davon, wenn du bei mir schläfst? Ha? Wenn du da ins Bett hineingehst? Oh, lololololo, schau mal an. Da ist am besten. Ups. Ui. Upla. Oje. Ai. Ja, na, das wird. Oje. Na, das wird eine schöne Nacht. Ja, Bubelen. Jetzt schauen wir. Oje. Ja, die Mama ist nicht da. Bin ich ja nur. Ich bin ja nicht. Das wird nur. Ja, mein Herz. Schau mal. Wir können doch nicht die ganze Nacht jetzt da herumfahren. Ja, Bubele. Das wird eine Nacht. Hier, lass mal. Franziska. Schau mal her. Herz. Naja, ohne Mutter, das ist ja ein Jahr. Ja, mein Herzchen. Schau mal. Schau. Ist sie gleich wieder eingeschlafen? Ja. Dafür habe ich bis 3 Uhr wach gelegen. Das macht sie wohl gut. Spielt. Keine Angst, Herr Schumann. Lulu passt schon auf Franziska auf. Ja, ja, das ist ein Glück. Schumann? Ja? Wer ist das? Ach, Herr Hoffmann, ja, guten Tag. Ja, wir haben uns schon gewundert, wo Ihre Frau heute. Was ist los? Wann? Seit wann? Heute Morgen? Ja, aber das ist doch selbstverständlich. Nein, also bitte, wenn Sie mit ihr sprechen, dann. Wir wünschen Ihnen eine gute Besserung. Ja, aber darüber soll sich doch keine Gedanken machen. Nein. Ja, gut. Alles gut, Herr Hoffmann. Dankeschön. Ja, das ist ein Ding. Die Frau Hoffmann ist im Krankenhaus. Die ist heute früh operiert worden. Was hat sie denn? Ja, so eine Frauensache. Ich habe das nicht verstanden. Ich wollte auch gar nicht fragen. Der Hoffmann war so aufgeregt. Das soll aber gutartig sein. Also vor 5, 6 Wochen kommt sie sicher nicht wieder. Und was machen Sie jetzt? Ich muss versuchen, irgendjemanden zu bekommen. Wir können das Haus ja nicht allein lassen. Und Lulu können wir auch nicht mitnehmen. Ich würde Ihnen ja gerne helfen. Aber ich habe doch auch schon gebucht für mich und den Kleinen. Und wir wollten übermorgen losfahren. Ich weiß nicht, ob das gehen würde. Vielleicht hat sie auch gar keine Zeit, aber man könnte ja. Wer? Na, Frau Rabe. Frau Rabe? Ja, oder Frau Poppe. So heißt sie wohl jetzt. Vorgestern habe ich sie getroffen, auf dem Wittenbergplatz. Ich dachte, die lebt jetzt auf Mallorca. Nein, nicht mehr. Sie hat sich natürlich erkundigt, was sie so machen. Wollte alles ganz genau wissen. Wir können sie doch einfach mal fragen, ob sie will. Werner, es ist höchste Zeit. Katrins Eltern haben gesagt, ich soll mindestens eine Stunde vorher da sein. Na ja, also dann los. Wenn jemand anruft, ich bin gegen 12 wieder hier. Ja. Auf Wiedersehen, Frau Wagner. Tschüss, Tanja. Und viel Spaß in Florida. Danke. Ach, Herr Schumann. Ja? Soll ich inzwischen mal antippen? Ich meine bei Frau Poppe. Ja, da müssen Sie mir einen großen Gefallen tun. Okay. Tanja. Tanja, hör jetzt auf zu telefonieren. Du musst doch eben reingehen. Katrin denkt schon ganz aufgeregt. Tschüss, Mutti. Ich würde hier bleiben. Ich habe jetzt schon Sehnsucht nach Duffy. Nach euch natürlich auch. Du wirst sehen, es wird dir drüben sehr gut gefallen. Bestimmt. Nach Florida. Tschüss, auf Wiedersehen, Werner. Auf Wiedersehen. Und wenn Duffy anruft, sage ihm, dass ich vor ihm zurück bin. Ah, sag ich ihm. Macht's gut, ihr beiden. Pass auf, da drüben soll es so viele Krokodile geben. Lass dich nicht beißen. Ach, die beißt doch zurück. Also dann. Ach, sie weint. Eigentlich ist sie doch ganz nett. Ich glaube sogar, sie wird uns fehlen. Ach, Werner, sag mal, muss ich eigentlich unbedingt nach England? Ich würde viel lieber mit euch an die Ostsee fahren. Nanu. Tja, uns ganz rechtzeitig. Sie winkt. Ja. Oh. Ach, da ist sie, ja. Tschüss. Tschüss. Im Sommer nach Mallorca? Ohne mich, habe ich gesagt.
Na, da hat er vielleicht komisch aus der Wäsche geguckt, was? Naja, das war mir egal. Ist doch viel zu heiß, Frau Rabe. Entschuldigung. Was? Ich meine natürlich Frau Puppe. Oh, sagen Sie ruhig, Frau Rabe. Das erinnert mich an die schöne Zeit, als wir beide noch mit Herrn Schumann alleine waren. Und mit meinem Luluchen natürlich. Hm? Und der Hund sieht aber auch ziemlich vergrämt aus, was? Du wirst bald wieder lachen, warte mal. Ich hab dir auch Näpfchen mitgebracht. Lulu, schau. Da. Hm. Na, ist das gut? Herr Schumann wird froh sein, dass Sie nicht nach Mallorca geflogen sind. Naja, und Ihr Mann hat da sicher nichts dagegen, wenn Sie hier bei uns wieder arbeiten, oder? Was? Poppe? Ach, der weiß das doch gar nicht. Poppe ist doch geflogen. Ihm macht jetzt so nichts aus, sagte. Naja. Sitzt von morgens bis abends am Strand in der prallen Sonne, ohne Hut. Und guckt den jungen Dingern nach. Poppe sagt, er findet die neuen Bademoden so anziehend, sagte. Anziehend, hm? Also, Sie wissen ja, was man heutzutage beim Baden anzieht. Ach, da war so eine nette Engländerin. Die wohnte bei uns im Hotel und die sagte immer, on this beach, even with a tanga, you would be overdressed. Ja, also so quasi, dass man an diesem Strand sogar mit einem Tanga zu viel anhat. Naja, die trug natürlich einen Einteiler, also genau wie ich. Ja, nicht, Lulu, nicht so hastig. Langsam, Lulu, das bekommt ihr doch nicht. Da haben Sie sich also mit Ihrem Mann gestritten? Gestritten? Oh, ne, das will ich nicht mal sagen. Streiten, das ist ja nicht meine Art. Ich habe ihn nur gewarnt. Papa, habe ich gesagt, wenn du jetzt fliegst, dann kannst du bei mir nicht mehr landen. Ist gut, wa? Naja, und wie er dann trotzdem seine Koffer gepackt hat, dann habe ich gesagt, ich würde dir ja gern den Stuhl vor die Tür stellen, aber du besitzt ja leider keinen. Die Möbel gehören ja alle mir, ne? Naja, nun ist erstmal Sendepause. Ach, von mir aus. Doris, Doris, was ist bloß mit den Kerlen los? Ihre behumst sie und meine. Naja, Gott, Poppe ist nun schon an die 70. Da ist ja auch wohl mehr der Wunsch der Vater des Gedanken. Ne? Aber trotzdem, dass ein Mann, der mit mir verheiratet ist, überhaupt solche Wünsche noch haben kann. Also dafür fehlt mir jegliches Verständnis. Das ist, nee. Wie ist denn hier im Haus so die Stimmung? Immer noch eitel Sonnenschein? Naja, also im Moment. Sehen Sie, Doris. Habe ich doch gleich gespürt, wie ich hier reingekommen bin. Ach Gott, ja. Unter jedem Dach ist ein Ach, sage ich immer. Dabei hätte ich gerade Herrn Schumann gewünscht, dass er endlich mal restlos glücklich wird. Ich weiß, was der Mann gelitten hat. Oh, da kann ich ihn nicht von singen. War ja schließlich lange genug bei ihm. So. Ich musste schon ein bisschen allein dich beschäftigen. Papa muss noch was tun. Gehen, mein Herzlein. So. Ach, Frau Rabe, na, das ist ja eine Überraschung. Ja, nicht wahr? Ach, Sie sehen ja fabelhaft aus. Mallorca bekommt Ihnen. Ja, dabei bin ich schon seit 3 Monaten wieder hier. Was? Und so braun? Ach Gott, wenn Sie es nicht weiter sagen, ich gehe einmal die Woche in ein Bräunungsinstitut. Ach, ist denn das gesund? Das sieht jedenfalls so aus. Ach, ist das die Kleine? Ja, ja. Ach, Franziska. Franziska, kommst du? Na, ist das nicht schön? Oh, Gesundheit. Ach Gott, ist die süß. Balla, balla. So. Die kennt mich natürlich nicht mehr. Ist ja auch schon so lange her, nicht? Ja, Frau Rabe, wie ist es denn nun? Können Sie wieder bei uns? Ja, aber natürlich, Herr Schumann, wenn Sie mich brauchen, jederzeit. Für Sie bin ich doch immer da, das wissen Sie doch. Ja, na und? Wann könnten Sie bei uns anfangen? Hab ja schon. Ich bin vorhin gleich als erstes in die Küche. Aber ich habe gerade gesehen, wir haben ja so gut wie nichts mehr im Hause. Muss sofort einkaufen gehen. Was soll es denn zum Mittag geben? Ja, ich wollte eigentlich mit den Kindern essen gehen. Oh, das fangen wir doch gar nicht erst an, Herr Schumann. Nein, ich koche. Sie sind mir sowieso viel zu dünn. Sie gefallen mir gar nicht. Ein Mensch muss was zum Zusetzen haben. Und ein Hund auch. Was, Lulu? Ich habe ja gesehen vorhin, der Hund lebt ja aus der Büchse. Also das gibt's bei mir nicht. Bei mir kriegt sie Fischfleisch. Das gibt Kraft, was, Lulu? Und wegen der Reise, da machen Sie sich mal gar keine Gedanken, Herr Schumann. Ich packe Ihnen Ihre Koffer genau wieder so schön wie früher. Ach, mein Gott, ist das schön. Es gibt einen richtig Auftrieb, wenn man wieder eine Aufgabe hat. Naja, also, um die Koffer brauchen Sie sich nicht zu kümmern. Das macht meine Frau. Die ist ja morgen wieder da. Ne? So, naja, bitte schön. Ja, wie sieht's denn aus? Ist der letzte Stelle, Herr Fenn. Wir können auch gleich losfahren. Okay, gute Reise. Und fahrt vorsichtig. Wir sehen uns in Nizza. Angie, was ist? Haben Sie schon mit Ihrem Mann gesprochen? Es ist immer besetzt. Ich habe kein gutes Gefühl dabei, wenn es Busch hinter mir hätte.
Also begeistert wird er bestimmt nicht sein. Ja, soll ich vielleicht mit ihm reden? Gottes Willen, bloß nicht. Nein, nein, das wäre ganz falsch. Ich versuch's jetzt noch mal. Mhm, ist gut. Ich warte dann draußen, ne? Mhm, ja. Danke. Werner, na endlich. Das war ja ewig bei dir besetzt. Achso, ich hab den Namen geblieben. Nein, du, ich bin doch nicht auf dem Flughafen. Darüber wollte ich jetzt gerade mit dir sprechen. Wir haben doch hier in München einen Riesenerfolg gehabt. Weißt du, wie viele Kleider wir allein verkauft haben? Achso, entschuldige, das interessiert dich nicht. Also jedenfalls waren gestern Leute aus Frankreich hier und die haben uns eingeladen. Und die waren ganz begeistert. Na, Lucky und mich. Und dann sollen wir morgen und übermorgen unsere Kollektion in Nizza präsentieren. Nein, ich will nicht mit. Ich habe Ihnen auch gesagt, dass ich eigentlich nicht mit kann, aber ich muss mit. Oh, lass mich doch mal bitte ausreden. Ja, weil die Leute besonders Wert darauf legen. Ja, und der französische Markt ist sehr wichtig für uns. Und guck da mal, für euch ist das viel bequemer. Da habt ihr im Wagen mehr Platz bei der Fahrt. Wie bitte? Wer dich ablöst? Also komm, als ob du mich gerne ans Steuer lässt. Du fährst doch sowieso lieber selbst. Und außerdem, hör mal, außerdem, wenn ich diese zwei Tage jetzt ranhänge, dann brauche ich in dem Monat überhaupt nicht mehr weg. Ja, oh Liebling, mach doch nicht so ein Gesicht. Nimm die dicke Falte aus der Stirn. Begreif das doch mal, ich mache das doch für uns alle. Findest du? Also da bin ich anderer Ansicht. Weißt du, wie ich mir im Augenblick vorkomme? Wie ein Witwer mit vier Kindern. Ja, also, wann können wir mit dir rechnen an der Ostsee? Gut. Dann werden wir mal versuchen, wie ich allein mit den Dingen hier fertig werde. Welche Nummer hat unser Strandkorb? 51. Das ist auf der Seite. Ach, Werner, was meinst du, ob das Wasser warm ist? Ja, bestimmt. Aber dann gehe ich gleich mal rein. Ja. Ja. Meine Schuhe sind voller Sand. Ja, na, dann zieh sie aus. Warte, Franziska, ich zieh sie dir auch aus, ja? Nein! Ah, nur dann bleib, dann müssen wir doch gar nicht. Dann ist deine Bambi. Nee, komm, wir gehen da hin. Wir müssen ja dorthin gehen, Schatz. Komm. Wir können gar nicht sitzen bleiben. Hier, komm. So, weißt du, an wen du mich jetzt erinnerst? Na? Gestern lief so ein Film, ja? Über ein Mädchen, das auf dem Packesel durch die Wüste ritt. Ja, ist ja sehr interessant. Ja, komm. Werner, hier ist es. Bin fast drauf. Es tut mir leid. Alles voller Sand und gerade habe ich mich eingecremt. Entschuldigung, was machst du denn jetzt? Dumme Frage, jetzt muss ich ins Wasser gehen. Das trifft sich gut, da wollte ich auch gerade rein. Da ist 51. Na, endlich. So, siehst du, Franziska. Da haben wir schon unseren. Wo ist denn der Markus hin? Und der schmeißt alles hierher, was? Das ist ein. Oh. Ihr Sohn ist mit meiner Tochter im Wasser. Ja, danke. Ja, Sie brauchen keine Angst zu haben. Susi schwimmt sehr gut. Ja, wir auch. Sie ist die einzige Nichtschwimmerin in unserer Familie. Nicht mehr lange. Ja. So, komm mal, Franziska. Jana? Kann ich da drüben mit Franziska spielen? Ja, ja. Hat doch schön viel Eierpampe. Ja, du, aber bitte zuerst eincremen, ja? Ja. Kann man da aufsperren, die Sache. Ja. Ah. So, ne. Wisst ihr? Was ist denn? Toller Busen, was, Werner? Was? Ja, wo du hinguckst. Du hast doch auch geguckt. Komm, Franziska. Zufällig. Fante, da hier, nimm die Schwimmflügel mit. So, Mann, schau mal jetzt hier. Ich pass doch auf. Ja, du kannst nicht gehen mit dir. Du kannst ja auch schon mal anfangen, so eine Strandburg zu bauen. Ja, so, schau. Kommen Sie, damit geht's besser. Oh, das hängt von Ihnen. Danke. Ist doch selbstverständlich. Ja, ich geb's Ihnen dann gleich wieder. Ist gut. Ja, übrigens, mein Name ist Schumann. Keller. Entschuldigung. Ja, macht nichts. Freut mich.
Jetzt müsste man in der Sonne liegen. Meine Familie wird sicher schon ganz braun sein. Sie werden ja auch noch braun. Sie haben doch noch Zeit. Ihre Maschine geht erst in 4 Stunden. Ich habe doch gar keinen Badeanzug. Oh, den könnte man doch kaufen. Dann müssten wir uns allerdings beeilen. Oh. Wien, Berlin. Das machen Sie wirklich sehr, sehr hübsch. Ja, gelernt ist gelernt. Ich finde sie eigentlich ein bisschen kitschig, aber die Kinder wollten das so. Ich bin ja immer noch. Glück. Ich bin froh, dass Susi Gesellschaft gefunden hat. Die hat sich schon so gelangweilt hier. Ja. Vorsicht! Der Franzis, ja, pass hier auf. Schön drauf auf, Franziska. Ich hab noch einen ganzen Eimer Muscheln. Sehr gut, stell ihn dort vorne hin. Ich hab da vorhin Motorboote gesehen. Ob wir mal mit so einem fahren können? Ja, ich weiß nicht. Haben Sie eine Ahnung, kann man hier Boote mieten? Das brauchen wir doch nicht. Unser Boot steht im Hafen. Wir fahren nur nie damit, weil es allein keinen Spaß macht. Sie haben ein Boot? Ja. Also wollen wir nach dem Essen gleich? Ja, dann gut. Können wir alle fahren. Na, hoffentlich ist es groß genug. Oh. Hallo, Angie. Kommen Sie, es ist angerichtet. Das ist ein Service. Achtung, vorsichtig. Windstärke 4. Der schaukelt ganz schön. Ein bisschen. Oh, warum sind das denn so schnell hier gezaubert? Bitte greifen Sie zu. Voila. Ja. Woran denken Sie gerade? Ach, Entschuldigung, an nichts weiter. Also diese Yacht, das Meer, die Sonne, dann diese erstklassige Bedienung. Also, daran kann man sich gewöhnen. Ich hätte nichts dagegen. Früher hat mir mein Mann auch manchmal das Frühstück ans Bett gebracht. Das klingt gerade so, als ob der schon Jahrzehnte her ist. Manchmal kommt es mir auch so vor. Lucky, müssen wir nicht zurück? Ich sag meinem Steuermann Bescheid. Du bist dran. Ja, wir auch. Nicht vor Franziska. Sie müssen sich hier ein bisschen einreiben. Die Nase ist schon ganz rot. Ja, danke. Eigentlich sollte ich ja in London sein zu einem Kongress. Sehr wichtig für unsere Firma. Ja? Ja. Ich habe meinen Prokuristen hingeschickt. Hoffentlich vertritt er mich gut. Schlechtes Gewissen? Nein, nein, nein. Susi hat doch Ferien und das ist alles andere unwichtig. Schaffen wir es denn noch? Lucky, wir müssen es schaffen. Wenn die Maschine Verspätung hat, das hat sie hier oft. Heute ist sie pünktlich. Das ist ja eine Katastrophe. Was machen wir denn jetzt? Die warten doch auf mich. Und in dem Haus gibt es nicht mal Telefon. Dann schicken wir ein Telegramm. Nicht voll. Ja, ich kann auch nicht mehr. Na, du hast auch schon lange nicht so viel gegessen wie heute. Wer kann das sein? Vielleicht Mutti. Ja, Mutti, ich geh mal nachsehen. Was, jetzt schon? Du, los, du. Wirf den Becher weg, aber schnell. Wenn Mutti sieht, habe ich ein Telegramm gegessen? Aber... Ja, das sind wir. Was ist? Telegramm. Telegramm, ja. Komm her. Guten Abend. Guten Abend, danke schön. Naja, also mit eurer Mutter können wir heute nicht mehr rechnen. Was ist denn? Die Musik ist aus. Na und? Bitte nicht, Luck. Es war ein wundervoller Abend und dabei soll es auch bleiben. Aber Angie, was ist denn? Der Abend ist doch noch nicht zu Ende. Es sind noch so viele Leute hier. Wir haben beide etwas zu viel Champagner getrunken. Da muss ich Sie korrigieren. Ich für meinen Teil weiß noch ganz genau, was ich tue. Ich auch. Ich gehe jetzt schlafen. Ich muss schließlich morgen sehr früh raus. Ja, und ich auch. Bitte. Vielen Dank, Lucky. Sie haben mich wirklich sehr verwöhnt. Gute Nacht. Gute Nacht.
Wiedersehen. Schlafen Sie gut. Nee, wenn man winkt, kriegt man ja den ganzen Regen in den Ärmel. Warum winkst du auch? Naja, ist ja deine Freundin. Quatsch. Doch. Streite dich drinnen, ist trockener. Na sowas. Mutti. Na, kennst du deine Mutti noch? Ob doch, schon für seit langem gewesen. Ich warte seit 2 Stunden auf euch. Ich warte schon etwas länger auf dich. Danke. Dankeschön. Mach es. Oh meine Süße, ja, ja, meine Gott, jetzt bin ich ja wieder da. So. Jetzt, ach du meine Güte, na das sieht ja die höchste Zeit, dass ich komme. Das machen wir gleich, wenn wir verschlafen und dann waren wir verabredet. Los, Jungs, kommt. Also wenn ihr da abkommt, dann mach ich erstmal Abendbrot. Na, na, wir haben schon gegessen. Ja, Scholle mit Kartoffelsalat. So ein großer Fisch? Oder außer du hast Hunger. Nee, nee, danke, jetzt nicht mehr. So, du bist jetzt. Ist das neu? Ja. Das siehst du morgen nicht an, oder? Da gucken ja bloß alle. Also ich bring Franziska jetzt ins Bett. Ja. Wo schlafen denn die Kinder? Ja, gleich hieß. Unser Zimmer ist voll. Ja, du bist müde. Hoffentlich wird das Wetter morgen besser. Heute Nachmittag war immer Sonne. Morgen gibt's ein Hoch, haben Sie im Radio angesagt. 28 Grad. So, und jetzt mach ich ins Bett. Wir waren nämlich im Hanserland. War ganz toll. Ach, Werner, ja? Kann ich noch ein bisschen flippern gehen mit Susi? Nein, nein, heute nicht. Schau, geh mal ins Bad. Ja? Was denn, Susi? Seine Freundin. Wir kommen bei den Damen sehr gut an. Ah, du auch? Ja, wusste gar nicht, dass ich noch solche Erfolge habe. Beeil dich, Markus. Franziska muss auch noch rein. Jetzt ist nicht nötig. Ich war schon im Lokal. Ach so. Ja, meine kleine Nu. Ach, Werner? Wir können ja gar nicht Boot fahren morgen. Mit Frau Keller. Vielleicht fährt die Mutti mit? Das geht doch nicht. Lass doch das Boot viel zu voll dann. Nein. Na, also, darüber unterhalten wir uns morgen in Ruhe. Ne? Schlaf jetzt schön. Du auch, Werner. Ja. Gute Nacht. Gute Nacht. Nacht. So, na, geschlafen. Na, geschlafen. Na, du auch, Mutti. Ja, und schnell. Ja, so, gute Nacht. Wer ist eigentlich diese Frau Keller? Die Mutter von Susi, eine reizende Frau. Ich habe das Gefühl, ich komme euch äußerst ungelegen. Nein, 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 du störst überhaupt nicht. Das beruhigt mich aber sehr. Wenn du fertig bist, dann dreh bitte das Licht ab. Du kannst auch das Fenster öffnen. Entschuldige, aber mir fahren die Augen zu. Rückst du mal ein bisschen? Ja, natürlich. Entschuldige. Liebling, ich muss dir was sagen. Bitte? Du hattest recht. Ich meine mit Lucky. Ach. Hat er es versucht? Na und? Was na und? Wofür hältst du mich denn? Entschuldige, es war nur eine Frage. Aber wenn du so weitermachst, merkst gar nicht, wie abweisend du oft bist. Der Lucky Felton ist natürlich netter. Ja? Ja. Doch. So. Gestern Abend war er besonders nett. Aber. Dann dieses Traumwetter, Champagner, Wein, Musik. Ich hätte beinahe eine Dummheit gemacht. Die Gefahr besteht ja hier nicht.